Oh ja, was geht ab, Leute? Hunger. Ein bisschen gechillt, ein paar Mal Hornos gefangen. Hab dort mal vorbeigeschaut, da ist ein Eco Pinito gespawnt. Und das holen wir uns jetzt. Das zweite sogar heute schon. Das erste hatte ich nicht bekommen. Aber der hier ist ein Stundenspawn. Und ich bin nur 15 Minuten entfernt, also super saftig. So, vorausgesetzt, ich habe den Buchstaben noch nicht. Da das Scanner nicht einwandfrei läuft momentan mit dem neuen Update, wird es eine Überraschung. Dahin, einfach nur die Straße runter, super saftig, gechillt, Stunden spawnen, selbst bei halber Stunde hätte ich es easy geschafft, laut Ding, ein paar Minuten, 4-5 Minuten die Straße runter, mal schauen, wen ich dort alles treffe, bin gespannt, bisschen Action mal wieder, Scanner-Touren kommt demnächst auch mal wieder, nachdem wir die ganze Zeit nur gefarmt haben. So, angekommen. Wie immer sieht man ein paar bekannte Gesichter. Ich hab gerade was weggeklickt. Passiert. Scheiße, laufen. Okay, weil eigentlich zeigt der Navi an, dass man noch weiter runter muss. Ja, ich bin von da gekommen. Aha. Ich hatte 3 Minuten bis zum Weg. Hab noch geklickert. Okay. Und dann ist geflüchtet. Tja. Ja, ins Pech gehabt. Schauen wir mal, ob ich's bekomme. Mein Gott. Ich habe gerade der Glückszeige eingeworfen, war am Rotplatz, hab ein Ticket. Legen wir mal die Kamera kurz hin. Kognito erhalten. Erster Wurf, zum Glück Curve. Nicht great, aber ist drin geblieben. Ich habe keine gelbe Berge geworfen, so wie Spieletrend. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich sonst alles reden soll. Sonst ist das Video relativ kurz. Jetzt gehen mal die Leute vorbei, dann kann ich wieder gehen. Das ist das zweite Kognito heute schon gewesen. Und das vierte in den letzten 2,5 Tagen oder so. Also möglicherweise Spawnrate erhöht, was den Reiz natürlich ein bisschen nimmt. Ich bin jetzt relativ gechillt hierher gegangen, kein Stress. Viertes Inkognito. Schauen wir mal, wer noch alles hierher kommt und sich das schnappt. Rosana. Super saftig. Spaß, die ist nicht super saftig. Eine Tour, nächster Stop Dragoran. Hier ein paar Leute getroffen. Mit denen kurz ein paar Stops gedreht, Klickertour, und dann ist ein Dragoran erschienen. Da starten wir uns natürlich noch, falls wir den bekommen. Lukas, das GPS. Ich habe ihn von hier oben bekommen. Die anderen müssen ihn eigentlich nicht von hier oben bekommen. Nee, wir müssen laufen. Ja. Nicht mehr viel Zeit übrig. Doch. 6 Minuten, 5. Nein, nicht. Alles klar. 20 Bonbons, nicht schlecht.
mein zweites wildes Drago angefangen. Drank the Hurricane, eigentlich nicht schlecht. Aber sehr schlecht AV. Schauen wir mal, ob die anderen den auch noch bekommen. Lauft, Kinder, es lauft! Ich mag mir nicht die aufladen. Falsche Richtung sind wir gegangen. Leider für die anderen. Jetzt hier so genau links von uns circa. Da runter. Ja! Ja! Zwischen den Stops und dem Wasser, ja. Maxi, komm mal zurück, schnell Powerbank zurück. Nein! Ich jetzt nicht. Sieht gefährlich aus. Das mache ich nur im Dunkeln, dann sieht man den Weg wenigstens. Ja. So, das war's. Die anderen haben es zum Glück auch noch bekommen. IV-technisch nicht so toll, WP-technisch auch nicht, aber 20 Bonbons immer saftig. Und das war es eigentlich auch schon. Ziemlich kurze Folge, recht spontan. Ein Inkognito geschnappt, war in der Uni lernen, dann danach ein paar Machodos abgegast. Und dann kam das Inkognito rein zum Glück. Danach ein paar Leute getroffen, eine kurze Runde Klickertour gemacht, ein paar Pokestops eingesammelt, weil ich bin immer noch ziemlich low mit den Items. Dann kam das Dragogon rein, das haben wir uns auch noch geschnappt und das war's halt. Spontane Tour, zwei klasse Pokémon gefangen. So kann's laufen, so ist meistens mein Alltag. Man nimmt, was man kriegen kann. Ansonsten, schreibt unten in die Kommentare, wie viele Inkognitos ihr schon habt. Was Besseres fällt mir diesmal nicht ein für das Video. Recht kurz, aber knackig. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.